Der Kämpfer in der blauen Ecke ist TikToker und Boxer. Seine Bilanz: ein Kampf, ein Sieg aus Berlin. Hamza Jim Abu Hamza. Und sein Gegner in der roten Ecke ist Rapper und Boxer. Seine Bilanz: ein Kampf, ein Sieg durch Knockout. Er war bereits bei der ersten AAA Fight Night dabei. Aus Wuppertal, Amal 47. So, in der ausverkauften Veranstaltungshalle des Kings Resort wird's laut, wenn die beiden hier aufeinandertreffen. Es gibt noch mal letzte Instruktionen. Also, ich glaube, das wird eine zünftige Knallerei, wie man so schön sagt. Man sieht es, beide Jungs gut austrainiert. Beide haben einen guten Bums. Amal in seinem Debüt im Mai. Der Undercard vom ersten Bösemann-Manuelsen-Kampf ist da rausgekommen mit 30, 40 Schlägen in Serie. Hat den Gegner geradezu überrannt, aber heute hat er hier genauso einen D-Zug vor sich und da ist der erste Mundschutz draußen. Und es ist der Mundschutz von Abu Hamza, der sich damit quasi keinen Gefallen getan hat. Nee. Doch, es ist der Mundschutz von Amar. Der wird jetzt kurz abgespürt und dann kann es weitergehen. Ja, was ich sagen wollte, ist, diesmal hat er einen Gegner, den er nicht so einfach überrennen kann, weil er physisch ebenbürtig ist, weil er auch gewillt ist, stehen zu bleiben, mitzukrachen. Also, das wird heute ein Test für Amar 47. Und da sieht man die boxerische Technik, die ich angesprochen habe. Schöne linke, gerade rechte Aufwärtshaken, lange Hände. Also er boxt hier deutlich sauberer als Abu Hamza, der hier mit wilden Schwingen kommt, aber trotzdem auftritt. Und Abu Hamza scheint mir Geschwindigkeitsvorteile zu haben. Ist nicht ganz so strukturiert. Der Mann hat einfach ein rohes Talent, ich habe es gesagt. Er hat nur nicht die Technik, noch nicht, um das in geordneten Bahnen zu nutzen, aber er hat definitiv die Power, er hat den Speed, er hat auch eine Präzision, die man bei solchen, ja, wilden Brawlern selten sieht. Also Potenzial auf jeden Fall da. Amar auf der anderen Seite macht das clever. Und er spielt sein eigenes Training immer so ein bisschen runter und sagt, ja, ab und zu sparen wir mal, aber so richtig trainieren tun wir nicht. Das nehme ich ihm nicht ab. Also dafür boxt er hier zu sauber, zu abgeklärt, zu gelassen. Ja. Gut gemieden. Und dieses in die Luft schlagen, das kostet Energie. Das kann sich Abu Hamza nicht allzu lang leisten. Wir sehen auch schon Blut aus der Nase laufen von Abu Hamza. Ja, er versucht es immer wieder mit diesem rechten Schwinger, aber das ist dann eben ausrechenbar. Und man sieht die Doppeldeckung oder beziehungsweise die linke von Amar, die steht dann. Ja, der sollte versuchen, zu seinem eigenen Rechts rauszuzirkeln, um da auch noch mal ein bisschen Schlagkraft rauszunehmen. Zwei Konter nehmen, als er nach vorne kommt, auch wenn er hier selbst ein paar gute Treffer gelandet hat. Schöner Kampf bis hierhin. Erste Runde gefällt mir. Das Gesicht von Abu Hamza, Blut verschmiert. Da erstmal ein bisschen sauber gemacht. Das ist letztlich nur ein bisschen Nasenbluten. Das verlaufen ist. Hier schauen wir noch mal rein. Amar 47, der strukturiertere Boxer, ist aufrecht, lang, versucht da Abu Hamzas Brawl auszuweichen mit diesen langen Attacken. Es gab da ein paar wilde Schlagabtäusche, aber dominiert hat aus meiner Sicht das technisch saubere Boxen von Amar 47. Let's go. New corner. Let's go. Let's go. New corner. Let's go.
Weiter geht's in die zweite Runde. Ja, genau das. Da lässt er sich auf den offenen Schlagabtausch ein. Und Abu Hamza kommt ordentlich durch. Also das sollte er nicht machen. Ich glaube aber, Abu Hamza hat hier sein Pulver früh verschossen. Er hat jetzt diese Minute Pause genutzt, um nochmal durchzuatmen. Und hat jetzt direkt, also mit der ersten Kombination, mit der ersten Schlagsalbe, dieses bisschen Energie, das er da getankt hat, wieder verballert. Jetzt ist er hier eher im Rückwärtsgang unterwegs, atmet da mit weit offenem Mund. Na, immer wenn Amar trifft, dann will er danach noch mehr. Dann will er noch zwei, drei hinterher schlagen. Ja, sehr gut. Zieh runter. Zieh runter im Nacken. Zieh runter zu Brust. Und linke. Und linke. Du bist da. Linke öfter. Der hat ihn schon einmal. Der hat ihn schon einmal. Macht er schön. Amar 47. Spielt das Spiel des Boxers mit der längeren Reichweite. Abu Hamza scheint müde zu sein. Ja, und das heißt ja immer so schön, einen Brawler musst du boxen. Genau das tut Amar hier. Und er landet hier die besseren Treffer. Und Amar ist angesagt, geht zu Boden. Fällt da halb auf den Weg. Und das sieht nicht so aus, als würde er noch mal hochkommen. Und Amar macht den Fehler und geht in seine eigene Ringecke. Damit unterbricht er den Kampf. Der zweite vorzeitige Sieg im zweiten Kampf für Amar 4-7. Und Kritiker, wie gesagt haben, im Debüt im Mai, der Gegner war überfordert. Das war doch nichts. Den hat er überrannt in ein paar Sekunden. Diesmal hat er einen wirklich gefährlichen, physisch ebenbürtigen Gegner vor der Brust gehabt und hat ihn in der zweiten Runde zerstört. Technisch zerstört. Auch keinen ungefährlichen Gegner, muss man sagen. Abu Hamza hatte da durchaus Momente in der ersten Runde, wo er auch hätte da der ein oder andere Schwinger getroffen. Amar 47 durchaus auf die Bretter hätte schicken können. Also, guter Kampf hier. Von beiden, muss ich dazu sagen. Auch Abu Hamza hat sich da teuer verkauft. Sehen wir ein paar der dynamischen Situationen. Und hier, da hat es angefangen. Amar 47 trifft immer mehr und irgendwann knickt da Abu Hamza ein. Die Punktrichter werden nicht gebraucht in diesem Kampf. Sieg des Kampfes durch technischen Knockout in der zweiten Runde. Aus